MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Das sieht so dumm aus, wie er sich wehrt und von dem Stuhl erschlagen wird. Sterb! 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 Ja, jetzt, Leute, er wird sterben. Ich sag's euch. Ja, und voll erschlagen. So, Skill-Systeme sind echt geil. Da macht das auf jeden Fall richtig viel Spaß, auch dafür Sachen sich zu farmen. Ne? Also, top. Finde ich echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben jetzt, ich kann euch das mal eben zeigen, auf jeden Fall einen stärkeren Machtschub. Wir können den aufladen. Und dann fetzt er auf jeden Fall. Also, deutlich besser als der davor. Denn das ging mit dem davor nicht. Ja, ich schmeiß dich mit so einem Teil ab und der macht einfach nichts. Der reagiert einfach nicht. Wie als ob nichts wäre. Ja, stirbt! Und du fliegst gleich hinterher. Ich glaube, das tat weh. Fliege runter, ja, fliege und siege. Aua. Da kommen sie jetzt alle, passt mal auf, Leute, was ich jetzt mache. Alle runter mit euch! Scheiße, nicht getroffen, nochmal. Alle runter mit euch! Warum ist das so schwach? Ich glaube, es hackt. Ich freue mich schon auf den Schwertwurf, wenn ich den wiederbekomme. Denn den haben wir leider noch nicht. Schade, aber. Was willst du machen? Wir sind noch relativ am Anfang. Das ist das erste reguläre Level eigentlich. Wir gehen mal ein Stück weiter. Zack. Ich nehme mal das Item. Und bretter es einfach mal gegen die ganzen Typen hier. Nein, und ich dachte, wenn ich jetzt durch die Granaten hier sterbe, Alter, ich hasse euch. Ich hasse euch, ihr Spinner. Du gehst mal bitte sterben. Und dich verbinde ich mal jetzt mit denen. Das sieht ziemlich lustig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das immer richtig hart gefeiert. So, guckt mal, Leute, was ich jetzt mache. Ich werde den jetzt mal ein bisschen nach oben bewegen, oben lenken. So, der ist jetzt ganz weit oben in der Luft. Und jetzt lasse ich ihn einfach mal eiskalt fallen. Geil. Oh ja. Wenn man schon im echten Leben nicht sadistisch sein kann, dann kann man es auf jeden Fall mal in einem Game machen, wenn man Bock drauf hat. Alter, du Penis. Hä, wo kommt der? Wo kommst du denn her? Wo kommt denn der her, bitteschön? Pass mal auf, der lebt noch. Ja, geil. Geil. Wie die noch leben und einfach Schaden durch den Aufprall kriegen. Das ist so lustig. Okay. Alter! Ich lass sie jetzt nochmal greifen. Also, ich finde es echt lustig. Greift euch doch mal. Ja, geil. Greift euch, hallo. Also, die leben beide noch. Könnt ihr euch mal greifen? Ach, der andere ist tot. Ja, okay. Dann, ja, den lasse ich mal in Ruhe. Den lasse ich mal leben, der ist nett. Wenn er mir nichts tut, tue ich ihn auch nichts. Also, ich kann euch auch mal eben zeigen, ich glaube, das in der Mitte, das Weiße, das sind unsere Macht-Skillpunkte. Wenn die aufgeladen ist, erreichen wir ein Level ab und können wieder weiter skillen. Der ist erstmal voll fett in den Nebenraum geflogen. Und der auch. Die schmeiße ich einfach mal weg. Ja, oder lasse dich von einem Raumschiff töten. Also, es war jetzt nicht meine Schuld, der wurde abgeschossen. Also habe ich da keine. Trage ich da keine Lasten. So, ich mach mal die Tür auf. Ich weiß jetzt nicht, wo es lang geht. Und welcher Weg der richtige ist. Ich einfach T-Fighter zerstöre, aber gar nichts mache. Und ihr habt es gerade gehört, wir sind in der Nähe von dem General Kota. Ja, der böseste Feind, den es hier gibt. Das ist so ein kleines Viechen-Dingensen. Ich zerstöre einfach mal alles hier. Ja, ich liebe Scherben und so und bring Glück. Zack, weg mit dir. Die schmeiße ich mal nach da drüben. Die schmeiße ich mal auch nach da drüben.
so alles zerficken. Ja, ich nehme nur einen Stuhl mit, aber egal. Leute, wollen wir den mal mit dem Stuhl erschlagen? Nein! Nicht, wenn da irgendwelche Spasten Raketen werfen. Granaten. Alter, ich merke gerade, wir haben relativ wenig Leben. Deswegen sollte ich ein bisschen vorsichtiger sein oder eventuell ein bisschen geskillter vorangehen. Der ist gestorben, weil er von dem anderen berührt worden ist. Ich meine, wie erbärmlich ist denn das? Was ist denn das? Kann ich das einsammeln? Schaden gesteigert. Ach so, ja, jetzt bin ich stärker. Ja, sag mir das doch. Geil. Ein Schlag und die sind tot. Wie geil ist das denn? Das finde ich auf jeden Fall sehr nett. Bam. Ein Schlag und tot. Ich bin der Beste. Irgendwie. Nicht. Also dich erschlage ich jetzt aber mit dem Stuhl. Bist du tot? Das sieht so dumm aus, wie er sich wehrt und von dem Stuhl erschlagen wird. Sterb! 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 Ja, jetzt, Leute, er wird sterben. Ich sag's euch. Ja, und voll erschlagen. Richtig lustig. Ja, ich weiß, die Folge geht jetzt ein bisschen lange, aber vielleicht teile ich sie auch auf in zwei Folgen. So, welcher Weg ist denn jetzt der richtige? Ich geh einfach mal den hier. Schrubbidubidubdub da, ich heiße Angela und du Mimiku. Ach du Kacke. Ich glaube, der Typ geht ab. Aber da kenne ich einen Trick. Wir werden ganz einfach das Glas kaputt machen hinter uns. Ja, ja. Wenn er nicht unbedingt... Ja, okay. Fliegt doch raus. Oh, ihr seid doch Spasten. Ihr sollt einfach rausfliegen, sag ich euch. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, ihr seid Idioten, wisst ihr das? Ja, fliegt alle raus. Fliegt einfach alle raus. Ihr Idioten. Scheiße, ich bin gleich tot, ey. Willst du mich verarschen? Scheiße, ey, ich bin gleich tot. Hältst mal dein Maul, ey. Du stinkst. Du gehst mal... Boah, das war fies, das war fies. So. Dich lasse ich jetzt durch einen Aufprall sterben. Ja, ja, nochmal und nochmal. Zack, tot. Oh, und weg mit dir. Okay, Leute. Scheiße. Ja, sorry. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, es geht weiter. Ja, und du kriegst gleich mal einen fetten Hieb von mir in die Knacken. In die Fresse, natürlich. Und er fliegt nach oben. Okay. Ah. Ich glaube, das gibt Ärger. Oh, ich bin umzingelt. Ich sag mal, wenn die Leute jetzt dieses Laser berühren, dann explodieren die oder schmelzen. Aha, ich finde das richtig geil. Denn ihr müsst euch das mal geben, wie einfach ihr die einfach killen könnt. Ne, ihr macht einfach einen kleinen Machtschub, nehmt einfach ein paar Leute mit, aber die lassen sich nicht wegschubsen. Das ist das Problem. Das ist das Problem, aber auf jeden Fall sehr nice, wie ihr die einfach auslöschen könnt. Und das muss ein qualvoller Tod sein, denke ich mir mal. Ha, fies. Ja, okay, tot. Du fliegst gleich auch noch mit da hinten rein. Alter, boah, wie viel über... Hallo, verarsch mich mal nicht, hallo. Bam. Du kriegst eine Faust. Dich nehme ich jetzt einfach mal. So, dich schleppe ich jetzt mal mit. Okay. Ah! Aua. Ja, nee, Leute, wir sind mal nicht fies. Und wir lassen ihn einfach mal natürlich sterben. Wie eine normale Leiche auch so verschwindet. Ich finde es immer ein bisschen scheiße. Ich meine, warum bleiben die Leichen nicht liegen? Warum lösen die sich auf? Ich finde es so unrealistisch und schade. Habe ich gewonnen? Ah, nee, ich muss die Batterie rausziehen. Okay, jetzt können wir wieder weitergehen. Wo lang muss ich? Ach so. Ja, ich habe eine Karte. Die sehe ich ja jetzt erst. Ein Wunder, dass ich den richtigen Weg gefunden habe. Also... Ja, mit der Karte, sag ich mal, ist es relativ einfach, da irgendwie ins Ziel zu kommen. Und ich mach mal wieder was Unfaires und mache das Glas kaputt. Und alle fliegen nach draußen. Oder einer. Der ist bestimmt sofort tot gewesen. So. Und du kriegst jetzt nochmal so einen Gegenstand ab. Noch lebt er, noch lebt er, noch lebt er. Ja, und ist tot. Ich bin ein Tierquäler.
Und es geht weiter. Okay, wo sind wir jetzt? Interesting, auf jeden Fall. Boah, wie die alle schießen und du hast mit deinen schlechten Fähigkeiten hier irgendwie kaum eine Chance, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Spiel aber echt gerne gespielt, alleine weil es hier so epische Machtkräfte und Fähigkeiten gibt und vor allen Dingen Kombos. Es hat so Laune gemacht, das Spiel. Das fand ich immer so toll einfach, ja. Und ich hoffe euch gefällt es auch einfach. Euch schmeiße ich jetzt einfach mal alle in den Abgrund. Geht mal bitte alle weg. Ach, das ist gar kein Abgrund. Aber ich hoffe, es gefällt euch einfach auch so wie mir. Und die erste Folge, die kam ja auch relativ gut an, was ich sehr gut finde. Was mich freut auf jeden Fall. So, dich ziehen wir jetzt einfach mal raus. Hallo. Dankeschön. So. Ich glaube, da müssen wir jetzt drauf springen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. So. Ah ne, ich wollte eigentlich das Teil rausziehen, aber ja. Wenn du unbedingt sterben willst. So. Ja. Ich muss eben gerade mal schauen. Falsche Richtung. Falsche Richtung. So, lassen wir das mal. Und dann hüpfen wir darüber. Ja. Da wurde uns der Doppelsprung erklärt, aber den kennen wir ja mittlerweile schon richtig lange. Ja, wir müssen jetzt hier runter. Boah, wie einfach alles demoliert und zerstört ist. Aber wir sind immer noch nicht am Ende angelangt. Also, ich sag mal, das Spiel ist nicht so lang. Und es gibt auch nicht so viele Levels. Ja, das kann ich schon mal im Voraus spoilern. Aber die Levels, die sind so lange. Und das finde ich meines Erachtens echt cool. Das finde ich echt toll. Ey. Müssen wir den vernichten? Ja. Wir müssen diesen Roboter hier oder den AT-ST töten. So, wir werden nochmal eben ein bisschen upgraden. Oder kann ich das überhaupt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe nur einen Skillpunkt, ne? Damit kannst du noch nicht viel reißen. Nee. Oder? Wie viel habe ich denn? Wo steht denn das? Wo steht, wie viele Skillpunkte ich habe? Ach so. Ein und... Ach, wir können alle drei skillen. Ich sehe gerade, hier haben wir einen Skillpunkt. Hier haben wir zwei. Ich skill mal eben stärker. Also es ist auf jeden Fall wichtig und gut, wenn ihr alles so ein bisschen skillt. Dann skill ich den Schwertwirbel oder lerne ihn dazu. Bin ich mal gespannt, ob ich den einsetzen kann. Den Schwertwirbel. Wenn ja, wie? Ich weiß es nämlich nicht. Ja, schmeiß mich einfach ab, du Idiot. Kassierst gleich eine Faust von mir. Okay, Leute. Das ist einer der Sachen, die ich auch cool finde. Und zwar, Endgegner, Boss und so. Scheiße, ich bin richtig schlecht. Die könnt ihr mit so einer Art, Kombi ausschalten, ja? Zack, ihr drückt es. Dann drückt ihr E. Und da passiert doch immer was anderes und es schaut einfach so geil aus. Wie er einfach den Gnadenschuss verpasst bei dem Feind. Das ist echt extrem geil. Und ich erinnere mich sogar noch an die Mission. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Kein Wunder. So. Okay. Das fand ich auf jeden Fall sehr nett. Und cool. Und oh mein Gott. Das sieht aus wie... Wie einer aus Grand Theft Auto. Bam. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Den schmeiße ich einfach mal... Hier, dich. Die schmeiße ich einfach mal nach unten, mein lieber Herr Freund. Wie er sich festhält. Wie er sich festhält.